gut, bin ich noch unvergessen. Dort hinten am lauen See. Papa! Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und Andrea Meier. Wir sind heute am südlichsten Zipfel des Berner Oberland. Wir sind von Gsteig zum Lauensee gelaufen. Gsteig bei Gstaad ist eine ausgeputzte kleine Gemeinde mit blumenübersäten Vorgärten und Bauernhäusern. Viele stehen auf der Liste der geschützten Kulturgüter. Viel Zeit bleibt uns heute nicht, sie anzuschauen. Draußen ist es bereits drückend warm und wir freuen uns auf den kühlenden Wald. Es ist immer noch sehr angenehm und vor allem schattig und grün. Das ändert dann. Jetzt fängt es an steigen. Ja, irgendwann müssen wir die 900 Höhenmeter machen. Der Thomas betreibt nicht. Schon bald fängt der Weg steil an von ansteigen. Die Burgfell, die wir über den ganzen Aufstieg fast immer irgendwo an unseren Seiten oder im Rücken haben, sind eine malerische und angenehm kühle Abwechslung. Die Stege darauf zu laufen erinnert fast an ein Kniebeugentraining. Es bleibt schmal und steil, aber die Landschaft zeigt sich auch von einer romantischen Seite. Wir sind in einem Wurzelwald und hinter uns der Abgrund. Und was finden wir? Ein Bänkchen zum Ausruhen. Das ist wahrscheinlich die sprichwörtliche Berner Gemütlichkeit. Sitzt man einmal auf so einem Bänkchen, will man gar nicht mehr weg. Die Fernsicht ist im Wald zwar eingeschränkt, dafür sieht man auf steile Abhänge und lässt sich von den rauschenden Burgfällen inspirieren. Je mehr es raufgeht, desto mehr Holzbrücken hat es, die sicher von einem Felsen zum anderen führen. Kurz vor dem Mittag entdeckt Thomas dann auch noch seine vegetarische Vorspeise auf freier Wildbahn. Wilde Himbeere. Sauer. Überreif. Das ist gut. Ich muss noch mehr suchen. Den grössten Teil des Aufstiegs haben wir hinter uns. Wir sind auf etwa 1500 Meter. Ein guter Drittel fehlt noch. Der Walliser Weinspiele liegt übrigens auf fast 2000 Meter. Weinspiele heisst übersetzt, dass es ein gutes Weideland ist. Obwohl wir noch immer im Berner Oberland sind, haben die Nachbarn, die Walliser, teilweise noch heute auf dem Weinspiele ihre Fee auf diesen Weiden. Das grosse Ziel heute ist aber ein anderes. Klappe. So, wann kommt der Lauensee? Ja, bis zu dem grossen Stückchen. Aber es kommt unterwegs noch ein anderer, den können wir auch anschauen. Ich würde sagen, es ist August und Hochsommer und wir haben kein Lüftchen. Es ist gefühlt. Es ist extrem heiß. Gefühlt extrem heiß. Ja, 40 oder so. Also, brennen wir noch ein bisschen durch. Ja. Thomas kann ihn nicht überreden, in den kleinen, namenlosen See hineinzusteigen. Aber mir ist es so heiß, dass es jetzt wenigstens für ein kurzes Fußbad langen muss. Und der kleine See ist überraschend kühl. Erwähnenswert sind übrigens die Holzleiter, die die Kuhweiden von den übrigen Weiden abtrennen. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch ein hübsches Dekor und wie gemacht für die Landschaft im Berner Oberland. Musik.
Brandsberg geht es in Richtung Sodensee durchab. Bald sehen wir auch den Launersee als kleinen Fleck und träumen von unserer verdienten Abkühlung.